Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Und zu Beginn gleich mal ein Hinweis in eigener Sache. Also ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin ein wenig verschnupft. Und ganz schlimm zum Thema Ghost Recon Breakpoint. Der liebe gute DZKG Gaming hat PC-Probleme, der PC startet einfach nicht mehr. Es kann also sein, dass die nächsten Tage mal ein, zwei Folgen ausfallen von Breakpoint. Und von mir, wenn der Schnupfen nicht besser wird, kann auch sein, dass ich mal einen Tag Pause mache und mich mal meiner Gesundheit widme. Jetzt aber nichtsdestotrotz, es geht zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Letzte Folge sind wir in Barkovs Labor eingedrungen, haben einen Juggernaut besiegt und Barkov konnte allerdings entkommen. Alex, der liebe Gute, den wir von Anfang an kennen, ist dann mit dem kaputten Zünder in der Hand und der Bombe in den Maschinenraum gegangen, um alles in die Luft zu jagen. Und wir hoffen natürlich, dass er dort lebendig wieder rauskommt. Wir begeben uns jetzt zurück nach Burjomi, Georgien. Und zwar ins Feuer. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich meine, gegen den Juggernaut konnten wir uns relativ gut behaupten. War aber jetzt auch nicht allzu schwer. Einfach links, rechts, geradeaus die Fässer nutzen, einfach mal draufballern, Brandmunition noch mit reinstreuen. Und dann Lager der Gute, ne? Immer mal schön in den Rücken schießen. Auch wenn das nicht die feine englische Art ist, aber es hat funktioniert. So mal als kleiner Tipp, wenn ihr die Mission ins Feuer auch spielt. Immer schön in Deckung bleiben und dann schießen, wenn es der Gegner nicht erwartet. Ein guter Tipp eigentlich für alle Shooter-Spiele oder Battle Royale-Spiele. Dann schießen, wenn es der Gegner nicht erwartet, ne? Gut, okay, alles klar. Nichtsdestotrotz, ne? Schon wieder nichtsdestotrotz. Der Ladebildschirm, er ist einfach fantastisch. Gefällt mir gut. Ne, macht was her. Eine schöne Linie, die immer mal so ein bisschen zuckt. Liegt also nicht an YouTube. Nein, das ist die Linie, die zuckt wirklich so. Und unten die Linie füllt sich und wir sind wieder im Match. Roger Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Alles klar. Okay, wie schaltet man den Scharfschützen aus? Raketenwerfer, linke Seite! Linke Seite, Raketenwerfer. Drücken Sie hoch als Deckung. Wo? Da oben ist ein Raketenwerfer. Okay. Ich muss den Raketenwerfer ausschalten. Da oben ist er. Wenn er das war. Mehrere Feinde. Okay, die haben eine gute Rüstung. Aber wir haben eine gute Waffe mit der MP. Ah ne, das ist hier unten die MP. Die hole ich mir aber nicht. Die hat nicht. Da oben ist ein Scharfschützer. Ich seh dich, mein Freund. Aber der ist zu gut in Deckung geschafft. Wir müssen da irgendwie hoch. Granate. Alles klar. Ich weiß noch nicht, ob das die beste Position ist. Granate. Wo ist der Feind? Da! Wo, kleine Freunde hier? Den haben wir erwischt. Sehr geil, sehr geil. Da ist noch einer. Steht er bitte auf? Oder ist er down? Ich rück mal vor. Der schießt hier definitiv noch. Na, Junge! Captain Price geht rein. Und weiter, Kai! Gleich da! Noch zwei, schaltet sie auf!
Okay, noch zwei. Wir wechseln die Waffe. Da hoch. Kontrollpunkt erreicht. Wo ist der Herr Raketenwerfer? Wo ist der Herr Scharfschütze? Hier nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Nein, hier geht's gar nicht lang. Okay. Okay, Freunde. Ah, hier hätten wir die ausschalten können. Alles klar. Gut, hier unten haben wir allerdings den Kontrollpunkt erreicht. Tja. Okay, Fahrer ist da. Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren. Bewegung, Leute! Ja, Sir! Okay, Treppenhaus absichern. Okay, das ist die Sprengsätze. Los! Mach mal, mach mal. Ladungen sind scharf! Das Barkopf entkommt! Aha, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Wiederhole, Barkopf hat abgehoben. Ich bin General Aha. Barkopf! Aha. Niemand ignoriert Warte. Dich! Habe Sichtkontakt. Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Was? Karin! Oh nein! Okay, ja. Okay. Warum hat das nicht funktioniert? Was hat Fahrer da eigentlich in der Hand? Ist das ein Messer? Warte! Habe Sichtkontakt. Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Was? Karin! Wie für mich jetzt die zwei Armenen sind dir ins Grab gefolgt, Karin! Du schmeißt den Ecken rum, in denen du nichts zu suchen hast! Wie dein Bruder! Du wirst nie mehr an... Ratte! Du! Ja, ich... Ja, warte! Ja! Ciao. Ich sagte dir vor langer Zeit, dein Land erzeugt Terroristen. Einen Toten! Ciao, Barkov! Farah, wie ist dein Status? Captain, Barkov ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los! Danke. Gerne. Bereit, Captain. Roger. Alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Bestätigt. Ziele zerstört. Gut gemacht. Karin. Mutig in Russland wäre stolz. Wohin? Usbekistan. Heim.
Tee? Nun, ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sokajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141. Und das ist das Ende der Story von Call of Duty Modern Warfare. Ja, Ruhe in Frieden, Alex. Die Stadt wurde evakuiert. Al-Katala hat die totale Kontrolle. War mal ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Al-Katala hasste diese Kooperation. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terrorist mit Panzern. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlauben Al-Katal einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Katalas Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los. Ja, wunderbar. Jetzt nochmal der Einspieler zur Fortsetzung. Und da, the story continues in Spec Ops.
Ein Spezialisten, ne? Die Geschichte steht weiter, stand nochmal kurz unten. Und da sind wir wieder im Startbildschirm. Und wir sind hier, Verdansk, Krastovnie, Kriegsnebel. Sehr schön, also, war sehr schönes Let's Play, muss ich dazu sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich bedanke mich bei euch natürlich für eure Unterstützung hier bei Call of Duty Modern Warfare. Wir sehen uns wieder wahrscheinlich im Multiplayer von Call of Duty. Dann zusammen mit dem lieben, guten Chris. Oder. Es gibt ja noch genug Leute, die das Spiel spielen. Ich werde mir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und dann werden wir ein paar Runden Multiplayer spielen. Ansonsten geht es ja wie gesagt weiter mit Ghost Recon Breakpoint und dann ab 15.11. Star Wars Fallen Order. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ihr schaltet wieder ein. Ich bin erstmal raus. Und ja, schaut doch auch mal die anderen Projekte an, die wir hier auf unserem Kanal haben, in den Playlists auf der Kanalstartseite. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und jetzt noch einen schönen Tag. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.